Hi und herzlich willkommen zu einem neuen Video mit mir. Ich freue mich total, dass ihr wieder mit dabei seid. Wenn ihr in Zukunft kein Video mehr mit mir verpassen wollt, abonniert sehr, sehr gerne diesen Kanal. Das würde mich total freuen. Ihr würdet meinem kleinen Kanal sehr dabei helfen zu wachsen. Ihr bekommt auch jeden zweiten Tag ein neues Video mit mir. Heute möchte ich euch mal wieder die Produkte zeigen, die ich mir bei Rossmann gekauft habe. Dort habe ich nämlich mal wieder einige schöne Schnäppchen machen können. Ich habe einige Produkte nachgekauft, die mir schon bereits gut gefallen haben, die ich wieder haben wollte, aber auch einige neue, die ich noch nicht kenne und auf die ich mich schon sehr, sehr freue, sie bald auszuprobieren und euch dann meine Erfahrungen mitteilen zu können. Fangen wir an mit einem Produkt, das ich jeden Tag definitiv brauche, also um überhaupt zu existieren, wach zu werden, nämlich Kaffee. Dort hatte Rossmann diese Dolce Gusto-Kapseln im Angebot und ich habe auf der Arbeit bei mir eine Dolce Gusto-Maschine und ja, ich brauche halt morgens, bevor ich überhaupt wirklich durchstarten kann bei der Arbeit, brauche ich Kaffee. Und weil die im Angebot waren für 3,49, habe ich mir zwei Packungen mitgenommen. Einmal den Good Morning Coffee und einmal den Crema d'Oro Kaffee Latte von Dallmayr. Ja, zusätzlich muss ich sagen, hatte ich auch noch einen 10% Coupon von meiner Mama bekommen, was natürlich den Einkauf dann noch mal ein bisschen günstiger gemacht hat. Insgesamt hätte ich normalerweise nämlich 20,42 € für den Einkauf ausgegeben und durch den Coupon habe ich jetzt nur 18,38 € bezahlt, was mir natürlich auch immer entgegenkommt, wenn man noch so ein bisschen sparen kann. Ja, den Good Morning Kaffee, den kenne ich schon, den habe ich schon öfters gekauft. Der ist halt ein bisschen stärker, halt ein bisschen intensiveren Kaffeegeschmack, aber ich tue mir eben auch noch so ein bisschen Hafermilch und Kaffeesirup mit rein, um halt meinen Geschmack noch so ein bisschen anzupassen. Aber es ist auf jeden Fall ein guter, intensiver Kaffee, der einen morgens auf jeden Fall gut wach macht. Und hier ist auch noch der Vorteil, in dieser Kaffeesorte sind öfters 20 Kapseln drin. Also in den meisten Verpackungen sind ja nur 16 Kapseln drin und hier hat man 4 Kapseln extra, also hat man sozusagen hier auch noch ein bisschen mehr gespart als sowieso. Hier habe ich dann halt, wie gesagt, noch eine zweite Sorte mir mitgenommen, den Crema d'Oro Kaffee Latte von Dallmayr. Da kenne ich auch ein paar andere Sorten schon von. Also Dallmayr Kaffee finde ich insgesamt wirklich recht wohlschmeckend und deswegen habe ich mir gedacht, nimmst du auch mal diese Sorte mit. Die kannte ich bisher nämlich noch nicht und die ist halt, wie gesagt, eine bewährte, gute Sorte, die ich schon kenne. Und die hier werde ich dann mal ausprobieren, mal schauen, wie die mir so schmeckt. Ja, das war im Angebot, das war bei mir sozusagen der Hauptgrund, überhaupt zu Rossmann zu fahren, weil ich halt, wie gesagt, Kaffee nachkaufen wollte, damit ich auf der Arbeit immer gut mit Koffein versorgt bin und konzentriert arbeiten kann. Weil ihr kennt ja bestimmt auch, wenn man sich morgens irgendwie zur Arbeit geschleift hat, erstmal so eine schöne heiße Tasse Kaffee, das macht einen wirklich dann erstmal überhaupt startklar für den Tag. Ein zweites Produkt, das im Angebot war und wo ich gleich zugegriffen habe für 1,89 €, ist von Meister Propper der Badreiniger. Den mag ich wirklich super, super gerne. Der reinigt gut, also macht unter anderem meine Duschkabine. Ich habe halt so eine gläserne Duschkabine, wo man halt natürlich jeden Kalkfleck und jeden Streifen und so sieht. Da wirkt das wirklich sehr, sehr gut gegen. Außerdem mag ich den Geruch, die Reinigungswirkung. Habe ich mir jetzt mal wieder mitgenommen, war im Angebot, wie gesagt, für 1,89 € und ich habe die Erfahrung gemacht, dass dieser Reiniger öfters bei Drogerien gar nicht vorrätig ist. Ich habe den bestimmt schon 5-mal bei DM kaufen wollen, hatte der nur ganz selten mal Glück, dass der auch da war. Wahrscheinlich ist der einfach super beliebt, weil der halt wirklich gut ist und da habe ich mir gedacht, komm, im Angebot nimmst du dir direkt eine Flasche mit, obwohl die Flasche, die ich gerade in Anwendung habe, bei weitem noch nicht leer ist, aber ich sag mal, besser haben als brauchen und wenn ein Produkt im Angebot ist, dann kaufe ich halt lieber eins auf Vorrat, wenn ich weiß, dass ich das sowieso regelmäßig einsetze. Und dann wäre es ja auch wirklich unangenehm, wenn ich denn gerade dabei bin, mein Bad zu machen und merke, mein Putzmittel ist alle. Und dann habe ich halt auf jeden Fall eins auf Vorrat. Dann habe ich mir mitgenommen Kosmetiktücher von Alouette. Das ist so eine Eigenmarke von Rossmann. Die haben also 90 Tücher 75 Cent gekostet. Geht auf jeden Fall klar. Kosmetiktücher kann man immer mal gebrauchen, wenn man irgendwie was wegwischen will, wenn die einem Mascara ein bisschen verlaufen ist oder man ein bisschen zu gut gemeint hat mit Lipgloss und so weiter, kann man die auf jeden Fall gut gebrauchen. Oder wenn einem ein bisschen die Nase läuft, habe ich immer gerne bei mir im Bad stehen, wenn man halt so einen schnellen Tuch griffbereit haben muss, weil die kann man hier ja so schick rausstehen lassen. Dann kann man die einfach schnappen. Oh, mir ist gerade mal wieder ein Ringlicht ausgegangen. Das ist so ein bisschen zickig geworden in letzter Zeit. Also wenn ihr jetzt gerade gesehen habt, das ist spontan ein bisschen dunkler geworden ist. Irgendwie ist dieses mittige Ringlicht, vielleicht muss ich dich mal austauschen. Ich gucke es gerade strafend an.
Naja, wird auch so gehen. Es ist jetzt zum Glück noch hell genug. Und ihr könnt hoffentlich trotzdem die Kosmetiktücher sehen. Dann habe ich mir mitgenommen, ebenfalls für nicht für 75 Cent, sondern für 79 Cent, Pflegekapseln von Isana, auch eine Eigenmarke von Rossmann. Das ist es einmal die Hydropflegekapseln. Die habe ich bereits öfter schon eingesetzt. Sehr, sehr gutes Produkt. Versorgen die Haut toll mit Feuchtigkeit, ziehen schön schnell ein und hinterlassen wirklich so einen angenehmen, ja, Pflegefilm auf der Haut. Ich mag die super gerne, deswegen habe ich die mir jetzt nochmal nachgeholt. Und dann habe ich mir auch noch eine zweite Sorte mitgenommen, die Anti-Age-Pflegekapseln mit Macadamiaöl und Vitamin E, weil ich halt, wie gesagt, die Hydrokapseln sehr, sehr gerne mag, habe ich mir gedacht, nimmst du dir auch gleich eine zweite Sorte mit und probierst die mal aus. Solche Sorten wie dann irgendwie mit Q10 und irgendwie extra Pflegeölen, die verwende ich tendenziell eher dann gerne abends, um halt meiner Haut nochmal eine extra Pflegeportion zu geben. Außerdem, wenn es so ein bisschen öliger ist, hält auch das Make-up darauf nicht so gut. Deswegen verwende ich die eher tendenziell nicht morgens, wenn ich mich noch schminken will. Ich muss mal kurz Pause machen und versuchen, das Ringlicht wieder anzumachen, damit ihr mich wieder voll ausgeleuchtet seht. Außerdem stört mich das, wenn ich hier auf dieses ausgeschaltete Ringlicht gucke. So, da bin ich wieder mit etwas mehr Licht. Ich weiß halt nicht, ob das Ringlicht jetzt länger durchhält. Ich vermute halt einfach mal, das ist halt irgendwie schon so ein bisschen abgenutzt. Vielleicht muss ich mir demnächst mal ein neues kaufen. Also kann halt sein, dass im Laufe des Videos vielleicht das Ringlicht nochmal ausgeht. Also wundert euch nicht, falls es hier irgendwie so eine Art Disco-Flashlight gibt oder sowas. Dann ein Produkt, auf das ich mich sehr freue, das auszuprobieren, ist von Isana die Ceramic Body Lotion. Die habe ich bisher noch nicht ausprobiert. Die stand halt auf einem dieser Tower, wo halt neue Produkte drauf sind oder auch Limited Editions. Das ist mit Ceramiden und Panthenol so intensiv Feuchtigkeit spenden. Ich fand den Geruch auch recht angenehm. Ich teste mal so ein bisschen was auf meinem Handrücken. Mal schauen, ob ich euch ein bisschen was schon zur Konsistenz und wie die so einzieht berichten kann, wie sich so auf der Haut anfühlt. Also wie gesagt, der Duft ist sehr, sehr angenehm. Erinnert mich tendenziell einen ganz kleinen Tick an so Sonnenmilch. Also riecht auf jeden Fall sehr sommerlich, was natürlich auch super angenehm ist. Ja, so gerade jetzt, wo es noch nicht so richtig schön warm oder frühlingshaft ist, kann man natürlich so einen kleinen aufheiternden Duft immer gut gebrauchen. Ja, zieht praktisch sofort ein. Werde ich auf jeden Fall zeitnah probieren. Gefällt mir erstmal vom ersten Eindruck, vom Duft und vom Einziehen an sehr, sehr gut. Ich habe aktuell noch eine Bodylotion von Neutrogena in Verwendung. Aber wenn die leer ist, dann werde ich die hier gleich als nächstes probieren. Freue ich mich schon total drauf, die auszuprobieren. War halt einfach einen super guten ersten Eindruck gemacht. Die war, glaube ich, auch gar nicht so teuer. Ich muss einmal kurz schauen. 1,99 € hat die gekostet. Werde ich mal schauen, ob das ein empfehlenswertes Produkt ist, das es in meine Alltagsroutine schafft. Dann für 65 Cent, halt super, super günstig, von Isana eine Pflegedusche. Diesmal mit dem Duft nach Mandeln und Veilchen. Das hat mir auch wirklich gut gefallen. Ja, die riecht halt wirklich blumig, aber auch warm. Halt diesen schönen, angenehmen Mandelduft. Also hat mir wirklich gut gefallen, so beim ersten Schnuppern. Hätte ich auch nochmal ein bisschen... Ja, also kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, irgendwie morgens mich da schön mit einzumassieren beim Duschen. Also der erste Dufteindruck ist auf jeden Fall sehr, sehr positiv. Auch eine, ist eine Limited Edition mal wieder. Creamy Dreams auf jeden Fall, werde ich mich freuen, das bald auszuprobieren. Ein Produkt, das ich halt neu für mich entdeckt habe und ich werde euch natürlich berichten, ob es empfehlenswert ist. Auf jeden Fall empfehlen kann ich euch den Toner von Isana Pure. Das ist aktuell tatsächlich mein Lieblingstoner. Das ist, glaube ich, echt schon die vierte Flasche oder so, die ich gekauft habe. 1,99 € kostet der und ist absolut super. Ich verwende den morgens und abends und ich habe wirklich das Gefühl, dass meine Haut seitdem deutlich besser geworden ist. Also, dass sie irgendwie klarer geworden ist. Dass die irgendwie sich besser anfühlt, glatter geworden ist, immer super mit Feuchtigkeit versorgt. Also ich mag den so, so gerne. Also ich finde den richtig klasse. Deswegen habe ich ihn mir mal wieder nachgekauft, weil eine Flasche bei mir gerade wieder leer geworden ist. Und auf dieses Produkt will ich definitiv nicht verzichten. Deswegen musste es definitiv wieder in meinen Einkaufskorb. Dann habe ich mir ein Deo-Spray mitgenommen, das ich bisher noch nicht kenne, nämlich von Far eine Limited Edition Ice Jump. Ich merke auch gerade, es ist nicht besonders schlau, wenn ich momentan auf der Suche bin nach meinem neuen Lieblingsdeo, mich dann für eine Limited Edition zu entscheiden, weil es kann wieder sein, dass mir das so super, super gut gefällt und dann gibt es das Produkt nach einiger Zeit nicht mehr und ich muss mir wieder was Neues suchen. Das Far Deo-Spray hat 1,45 € gekostet, ist also ein Ticken günstiger als die Sprays von Rexona oder Garnier.
Die von Rexona kaufe ich ja normalerweise, aber die sind mit fast 2 Euro halt wirklich gar nicht so kostengünstig. Und deswegen wäre es ja fein, wenn vielleicht das von Fa, das ein bisschen günstiger ist, vielleicht mein Favorit werden würde. Aber wie gesagt, Limited Edition will ich mir jetzt gar nicht so viel Hoffnung machen. Aber wir testen mal, wie ist denn der Duft? Der soll sein nach Pomegranat, Marienzimt, Granatapfelduft. Mal schauen. Oh ja, ist auf jeden Fall super. Oh, schön. Fruchtig, zitrisch, aber auch mit einem süßen Unterton. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Oh, das ist schön. Also werde ich mal testen, wie die Schutzwirkung ist. Hier steht natürlich 48 Stunden Schutzwirkung drauf. Aber manche Deos, auch auf denen sowas draufsteht, die halten ja trotzdem nicht so lange durch. Und ich meine, gerade geht es noch irgendwie, wenn es noch nicht so warm ist. Aber gerade im Sommer, wenn irgendwie hohe Temperaturen sind, dann brauche ich halt wirklich ein Deo, auf das ich mich verlassen kann. Deswegen werde ich das mal testen. Vielleicht funktioniert das ja. Der Duft ist auf jeden Fall der Hammer. Der gefällt mir mega, mega gut. Mal schauen, wenn das halt wirklich, wirklich gut schützt, dann werde ich demnächst nochmal zu Rossmann flitzen und mir am besten gleich irgendwie 10 Stück von diesen Deos kaufen, damit ich einige auf Vorrat habe. Also erstmal, der Ersteindruck ist absolut mega, mega gut. Also hat mir super gefallen. Dann habe ich das letzte Produkt für heute für euch, das mir auch mega gut gefällt. Das trage ich auch heute in dem Video. Ich habe mir nämlich gedacht, bevor ich euch das zeige, verwende ich es vielleicht schon ein, zweimal, damit ich euch einen Eindruck schildern kann, ob das ein Produkt ist, das ich empfehlen kann. Das ist das Super Serum von Revolution. Das ist eine Foundation mit Hyaluronsäure, weil ich habe mich entschieden für die Farbe F1, also die hellste, die es gab, weil ich halt super, super helle Haut habe. Kostet 4,99 € und ich habe erstmal gar nicht so richtig viel, ja, Hoffnung in dieses Produkt gesetzt. Ich habe mir gedacht, Foundation, Serum Foundation mit Hyaluronsäure, da habe ich schon eine von Rival de Loup ist das, nicht Rival Love, das ist ja die etwas jüngere. Auf jeden Fall hatte ich die auch schon verwendet und die hat mir sehr, sehr gut gefallen. Da hatte ich allerdings bei der Version von Rival ein kleines Problem, dass die ein bisschen oxidiert ist bei mir. Also, dass die, als ich sie aufgetragen habe, super optimal zu meinem Hautton gepasst hat. Aber nach ungefähr einer Stunde habe ich gesehen, okay, ist wirklich ein bisschen nachgedunkelt. Und dann sah das bei mir, die halt wirklich super, super helle Haut hat, so ein bisschen unnatürlich aus, gerade wenn man denn so ein bisschen Rand hat zum Hals. Das war der einzige Kritikpunkt, den ich an dieser Foundation von Rival de Loup hatte. Ansonsten ist das ein mega, mega, mega tolles Produkt, gerade wenn ihr jetzt bemerkt habt, oh, ich habe vielleicht ein bisschen zu hell die Foundation gekauft, braucht euch keine Sorgen machen, weil die halt ein bisschen oxidiert und dann wahrscheinlich besser zu eurem Hautton passt. Bei mir ist es halt wirklich ein kleines Problem, dass ich die wahrscheinlich erst wieder verwenden kann, wenn ich vielleicht einen Hauch Farbe bekommen habe im Sommer, aber aktuell durch die Oxidation ist sie mir dann ein Ticken zu dunkel. Da hatte ich auch dann die Befürchtung, dass es hier das bei der von Revolution vielleicht passieren könnte, ist aber nicht passiert. Also ich habe jetzt praktisch die Vorteile einer superflüssigen, leicht zu verblendenden Serum Foundation von der von Rival Loves Me mit einer sehr, sehr guten Deckkraft. Also ich würde die von der Deckkraft her tatsächlich vergleichen mit der Liquid Coverage Foundation von Catrice. Also die deckt ja auch super, super gut und die mag ich auch richtig, richtig gerne. Und die ist ungefähr genauso, nur noch halt wirklich so ein Ticken flüssiger, so wie die Serum Foundation von Rival Loves Me mit einer super hohen Deckkraft. Sie riecht auch fast nicht, sie riecht so leicht mineralisch, als wenn man so ein Mineralpuder verwenden würde. Vorher am besten gut schütteln, damit die Hyaluronsäure sich auch gut verteilt. Also ich bin mega angetan von dieser Foundation. Ich war richtig überrascht, weil ich jetzt nicht so hohe Erwartungen hatte. Ich dachte so, ja, wird vielleicht ganz nett, aber ich verwende die jetzt schon die ganze Woche und bin jedes Mal begeistert von dem Ergebnis. Also die kann ich euch wirklich, wirklich ans Herz legen, dass ihr die mal testet, wenn ihr eine Serum Foundation sucht, die gut deckt, nicht oxidiert und sich toll verblenden lässt und auch noch günstig ist für 4,99 €. Und wenn ihr vielleicht noch irgendwie einen 10% Gutschein irgendwie von Rossmann habt, dann könnt ihr sogar noch ein bisschen mehr sparen. Also das ein überraschendes, tolles Produkt, wo ich mit keiner Erwartung rangegangen bin und jetzt mega gehypt bin. Also ich bin total begeistert. Die werde ich mir auf jeden Fall nachkaufen, weil das ist tatsächlich für mich so ein optimaler Mix aus allen Vorteilen von Serum Foundation, die ich bisher ausprobiert habe. Also wirklich Geheimtipp, also falls ihr noch irgendwie Rossmann-Filialen habt, wo es Revolution gibt, also bei der in meiner Heimatstadt gibt es zum Beispiel keine Revolution-Theke mehr, aber da, wo ich jetzt zum Einkaufen war, die hatten das noch und da war die dann vorhanden und ich habe sie einfach gedacht, so, ach komm, nimmst du mal mit und ich bin
mega begeistert, kann die euch echt empfehlen. Günstig, decktoll, nur Vorteile. Ich habe bisher tatsächlich noch keinen einzigen Nachteil an diesem Produkt entdecken können. Deswegen ganz klare Empfehlung für das Superserum von Make-Up Revolution. So, das war mein kleiner Rossmann-Haul für heute für euch. Ich hoffe auf jeden Fall, ihr hattet Spaß beim Schauen des Videos und konntet vielleicht den ein oder anderen Tipp mitnehmen. Ich freue mich auf jeden Fall sehr, dass ich euch einige coole Produkte ja vorstellen konnte, die ich für mich entdeckt habe und die ich schon ausprobiert habe. Wir sehen uns auch schon ganz, ganz bald wieder in einem nächsten Video. Ich freue mich schon auf euch. Bis dahin, eure Ramis.